und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Stefanie Bosch und herzlich willkommen bei Explore Your Dark Side. Diese Woche war Mental Health Awareness Day und ich habe mir gedacht, als Tribut zu all denen, die mit Mental Health, also mentaler Gesundheit, Probleme haben. Sorry, mein Hund bewegt sich neben mir. Tag für Tag damit kämpfen, wirklich stille Kämpfe führen, habe ich mich entschieden, ein Video dazu zu machen. Einfach, weil ich glaube, dass ein einzelner Tag mit gut gemeinten Zitaten, mit gut gemeinten Worten und Ratschlägen nicht hilft. Weil jeder, der Probleme mit mentaler Gesundheit hat, weiß, dass es natürlich schön ist, wenn daran gedacht wird. Aber es geht nicht weg. Ja, das heißt nicht, nur wenn wir jetzt an einem Tag daran denken, ist es danach weg. Sondern es bleibt da. Dieser stille Kampf geht weiter. Meistens sind es ja wirklich, also das Thema kommt ja dann auf, wenn Prominente sich jetzt das Leben genommen haben. Ich denke an Kate Spade oder Chester Bennington von Linkin Park. Meistens ist ja dann das Thema, oh, Mental Health und was können wir dagegen tun, Depression. Wie können wir suizide Gedanken bzw. das Gefühl von Lebensmüde in Worte fassen, wie können wir darauf achten. Und meistens sind wir kurz wachgerüttelt, wenn ein Prominenter sich das Leben nimmt. Aber wir checken leider viel zu selten mit unseren Freunden, mit unseren Bekannten, mit unseren Kollegen, mit all denen, die immer glücklich sind, die immer fröhlich sind, die so unglaublich stark wirken. Und ja, deshalb habe ich mich entschieden, dieses Video zu machen. Ich würde gerne über ein Thema sprechen, mit dem ich mich im letzten Jahr sehr, sehr stark und sehr intensiv mit auseinandergesetzt habe. Und zwar ist das Thema Borderline-Persönlichkeitsstörung. Ich werde dazu primär zwei Bücher benutzen. Zum einen ist es Ich hasse dich, verlass mich nicht. Ich hasse dich, verlass mich nicht ist ein Buch aus dem Amerikanischen von Jared Kreisman und Hal Strauss. Und es ist von Psychiatern geschrieben, es ist ein bisschen mehr theoretisch. Und ich werde ein anderes Buch benutzen, und zwar ist es dieses hier, Borderline, die andere Art zu fühlen. Das ist ein bisschen kuscheliger, ja, sag ich mal. Also das andere ist wirklich eher Fakten. Es ist eher faktenbasiert, das hier ist. Also es hat den Untertitel Beziehungen, Verstehen und Leben von Alice und Martina Sendera. Und es geht dabei um das praktische Zusammenleben mit jemandem, der Borderline-Persönlichkeitsstörung hat oder BPD hat. Kurz vielleicht auch Borderliner ist. Und ich würde gerne einfach ein bisschen mehr Insights geben in dieses Krankheitsbild bzw. in diese Störung, weil es gibt nicht den einen Borderliner, das gibt es nicht. Es gibt Menschen, die auf diesem Borderline-Spektrum unterwegs sind, der eine ein bisschen verstärkt, der andere ein bisschen weniger stark. Ich habe allerdings das Gefühl, dass es noch so viel Stigma um das Thema, egal welches Thema, Persönlichkeitsstörung, mentale Gesundheit etc. ist. Wir können so langsam ein bisschen über Depressionen reden, wir können auch langsam ein bisschen über Burnout reden. Stressbewältigung geht langsam, einfach weil es jeder hat. Aber ich finde, es gibt immer noch genug Tabus und meiner Meinung nach sollten einfach die Unterstützung bekommen und nicht Vorurteile. Ich möchte das Stigma ein Stück weit reduzieren mit diesem Video und hoffe, ein paar Einblicke geben zu können, um andere besser verstehen zu können und vielleicht auch Rücksicht zu nehmen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass Borderline-Persönlichkeitsstörung nicht ernst genommen wird. Es kommt manchmal dieses Thema auf, ja, ach, Borderliner, das sind doch die Jugendlichen, Emus oder sonst wer, die einfach nur sich die Arme aufritzen, einfach nur, ja, sich die Arme aufritzen und Aufmerksamkeit haben möchten. Und ich kann gar nicht sagen, wie sehr mich diese Aussage alleine aufregt, weil alleine, dass jemand so weit geht, sich die Arme aufzuritzen, sollte ein so großer Hilfeschrei sein, aus welchem Motiv auch immer heraus, der ernst zu nehmen ist. In der Tat ist Borderline-Persönlichkeitsstörung häufig begleitet von selbstverletzendem Verhalten, muss es aber nicht. Ja? Es gibt da kein klares Raster, so sieht ein Borderliner aus, und ein Borderline hat eben sehr verschiedene Ausprägungen, wie ja, die meisten anderen Krankheiten auch, beziehungsweise Störungen auch. Das heißt, gerade auch beim Thema Borderline, was ich, glaube ich, auch finde, was schwer für Leute zu verstehen ist, ist, Borderliner ist eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Das heißt, die Person mit einer Borderline-Störung hat vermutlich
Schwierigkeiten, die innere Gefühlswelt zu regulieren. Das heißt, im Rheinland sagen wir dieses Jahr himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Das heißt, sehr, sehr kurze Intervalle, wirklich schwankend innerhalb von Sekunden, Minuten, hoch und runter, komplett himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Und im Verhältnis zu einer normalen Depression, die über Tage, Wochen, Monate anhalten kann, kann die Borderline-Persönlichkeit sich relativ schnell wieder fangen. Ja, häufig auch eine gewisse Maske haben. Dieses Gefühl kann umschwanken. Das heißt, ich habe gerade schon gesagt, im Rheinland ist es, das, wir sagen das immer, ja, wir sagen das als Beschreibung der rheinischen Frohnatur, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Und ich glaube, das ist auch exakt die Gefahr dabei, dass wir Borderline häufig nicht ernst nehmen. Weil eben viele dieser, ja, dieser Symptome bzw. der Störungsbilder dem normalen Verhalten, also dem normalen täglichen Verhalten, was wir alle durchleben, so ähnlich ist. Ja, jeder ist mal traurig, jeder ist mal fröhlich, jeder ist mal in so einer schwierigen Gefühlslage, wo man nicht genau weiß, möchte ich jetzt weinen, möchte ich jetzt lachen. Wir sind alle mal wütend, wir sind alle mal kurz davor auszurasten, wir sind auch nicht gut zu uns selber, wir alle reden auch schlecht mit uns, was natürlich auch ein Stück weit vielleicht unter selbstverletzendes Verhalten gepackt werden kann. Aber die Intensität, mit der das passiert, diese wirklich nicht zu kontrollierende Gefühlsausbrüche, ist ein krasser Unterschied und es muss ernst genommen werden. Es kann natürlich auch passieren, dass wenn jemand Borderline hat, dass eben auch dieses Gefühl von lebensmüde da zu sein, ja? Suizide, Tendenzen. Ja, es kann durchaus sein, dass sich Borderline über die Zeit auch auswachsen kann. Je älter wir werden, je mehr wir uns auch besser kennenlernen. Borderline ist eine Krankheit, die behandelbar ist. Das heißt, wir haben da die Möglichkeit auch zu gucken, was kann ich tun, um besser zu werden. Und natürlich wächst es sich auch häufig raus. Die meisten Borderline-Störungen haben wir im jugendlichen Alter. Aber es gibt auch viele Erwachsene, die damit eben noch kämpfen. Ich nehme hier einmal dieses Buch zur Hand. Ich hasse dich, verlass mich nicht. Und zwar ist dort die Einkategorierung gemäß dem DSM-5, wie Borderline-Störung diagnostiziert werden kann, nach dem Manual. Ich lese das vor, deswegen gucke ich jetzt gerade runter. Laut dem DSM-5 gibt es 9 Kriterien, um eine Borderline-Störung zu diagnostizieren oder diagnostizieren zu können. Um von Borderline-Störung zu sprechen, müssen mindestens 5 dieser 9 Kriterien zutreffen. Im Übrigen, das ist etwas, was durchaus ein Psychotherapeut oder jemand mit einer professionellen Ausbildung machen sollte. Ich bin kein Psychotherapeut, ich rede hier wirklich aus rein, was ich mir angelesen habe und rein aus Erfahrungen etc. Also ich bin kein Therapeut. Wie gesagt, das ist aber nachlesbar, das sind die Standardkriterien, die könnt ihr auch googeln. Ihr findet dort die Infos dazu. Also die 9 Symptome lassen sich zusammenfassen wie folgt. Nummer 1. Verzweifelte Bemühungen, die reale oder eingebildete Angst vor dem Verlassenwerden zu verhindern. Das heißt, bei Borderline haben wir sehr, sehr häufig diese unfassbare Angst, dass jemand weggeht, dass wir alleine gelassen werden, dass wir verlassen werden. Die muss nicht real sein. Also es muss gar nicht sein, dass der Partner, der beste Freund, die eine wichtigste Person sozusagen tatsächlich geht. Es kann auch einfach eingebildet sein. Ja, vermeiden von beispielsweise Situationen, wo der andere gehen könnte. Es könnte aber auch sein, dass der Borderliner ein Stück weit testet, immer mal wieder piekst und guckt, rastet der andere aus, verlässt er mich jetzt, um zu gucken, bleibt er da? Ja, sich der Liebe so ein Stück weit sicher zu sein, Grenzen auszutesten, in einem nicht unbedingt normalen bzw. gesunden Verhältnis. Dann zweitens, unbeständige und unangemessene, intensive zwischenmenschliche Beziehungen. Nummer 3, das Fehlen eines klaren Identitätsgefühls. Das ist zum Beispiel einer dieser Punkte, der, glaube ich, es so schwierig macht, Borderline auch ernst zu nehmen, beziehungsweise warum so viele Menschen einfach dieses Stigma haben. Egal, mit wem ich mich unterhalte und auch im professionellen Bereich, die meisten von uns wissen nicht genau, wer wir sind, wo wir hin möchten und was der Sinn unseres Lebens ist. Es gibt ein paar wenige, die das wissen. Aber viele von uns wissen das nicht. Und das ist, glaube ich, auch so diese Frage, die viele von uns beschäftigt. Diese Suche, die uns auch, ja, wir möchten eine Legacy hinterlassen, wenn wir diese Erde verlassen, etc.
Und hier ist wieder diese Abstufung zu machen. Also bei einer Borderline Persönlichkeitsstörung sprechen wir bei einer Identitätskrise bzw. keinem klaren Gefühl der eigenen Identität ungefähr von dem Stadium, was wir haben, wenn wir jugendlich sind. Also wirklich dieses Testen, wo gehöre ich hin, wer bin ich. Wenn wir erwachsen werden, wissen wir das auch immer noch nicht 100%, aber wir haben in der Regel, haben wir Werte. Wir haben in der Regel eine klare Vorstellung davon, wer wir sind, was wir wollen. Wir können Fokus halten etc. Für einen Borderliner ist es in der Tat schwierig, das zu tun, sondern wirklich dieses verzweifelte, wo fange ich an, wo hören andere auf? Ja, dieses, wir definieren uns vielleicht auch über die andere Person. Wir nehmen nehmen ein Stück weit die Persönlichkeit einer anderen Person ein, sind sehr, sehr stark empathisch, sehr, sehr stark auf den anderen einstellbar etc. Im Englischen gibt es einen Kanal vom Dr. Fox und er hat ein Worksheet dazu erstellt, das verlinke ich gerne in der Infobox. Es ist auf Englisch, aber es ist ein Worksheet zum Thema das eigene Selbstimage, also das eigene Bild, das ich von mir selber habe, wie man daran arbeiten kann, wie man da ein Stück weit mehr zu sich hinfinden kann. Ja. Er beschreibt zum einen, was ist mein kurzzeitiges Ziel, und das kurzzeitige Ziel kann wirklich sein, was möchte ich diesen Tag erreichen, was ist mein Ziel für diesen einzelnen Tag. Dann ein langfristiges Ziel muss auch nicht 9 Monate sein oder 3 Jahre sein oder 5 Jahre sein, sondern es kann ein durchaus kürzerer Abstand sein. Wenn wir generell im Geschäftsbereich sprechen, reden wir von langfristiger Planung von, keine Ahnung, 10 oder 15 Jahren. Ja, das heißt, da tatsächlich das Denken umzustellen und in kürzere Sequenzen reinzugehen. Ist sowieso die Frage, macht es Sinn, so weit im Voraus zu planen, wenn wir vielleicht gar nicht wissen, was passiert bis dahin. Das Zweite, worauf er eingeht, ist zu schauen, was sind so die eigenen Blockaden in meinem eigenen Kopf, wo halte ich mich zurück? Was glaube ich, was ich nicht tun kann? Was glaube ich, was nicht sein darf, etc.? Ja, dann das andere ist externe Sicht. Wo halten mich an? Ist okay, Baby. Nein, ist okay. Externe Sicht. Wo halten mich andere zurück? Was ist etwas, was passiert, wo ja, andere mich ein Stück weit blockieren? Und dann auch zu sagen, okay, wie sehe ich aktuell auf? Also aktuelles Selbst versus Zukunft selbst oder selbst der Zukunft. Das heißt, wirklich zu malen, wirklich kreativ zu werden im Sinne von, wie sehe ich heute aus? Was trage ich? Was denke ich? Was fühle ich? Wo bin ich? Was tue ich? Was ist mein Job? Mit wem bin ich befreundet? In so viel Detail wie möglich. Und dann zu gucken, okay, in der Zukunft, wo möchte ich hin? Dass es wirklich sehr, sehr konkret gemacht wird, dass man anfängt, dieses Leben zu planen. Übrigens halte ich das Ganze für sinnvoll, auch für jemanden, der nicht Borderline-Persönlichkeitsstörung hat, sondern sich einfach mehr Klarheit darüber verschaffen möchte, wer er eigentlich ist, beziehungsweise wo er hin möchte. Schön auch für neue Vorsätze fürs neue Jahr, dann ein Stück weit in die Planung zu gehen. Aber tatsächlich auch sinnvoll im Sinne von mehr zu sich selber hinzufühlen. Was auch durchaus Sinn machen kann, ist herauszufinden, was löst bei mir Reaktionen aus, was regt mich innerlich auf, was sind da die Auslöser dadurch, vielleicht auch sich ein Stück weit heranzufühlen, wer man selbst ist. Also so viel zum Thema das Fehlen eines klaren Identitätsgefühls. Dann Punkt Nummer 4, Impulsivität bei potenziell selbstschädigenden Verhaltensweisen, beispielsweise Drogen- und Alkoholmissbrauch, Sex, Ladendiebstahl, rücksichtsloses Fahren, übermäßiges Essen. Ich hatte das am Anfang schon mal kurz angesprochen, dass häufig bei Borderlinern dieses Stigma ist, dass es Jugendliche sind, die sich die Arme aufritzen. Ja, natürlich gibt es das. Natürlich ist Ritzen bzw. das eigene Verletzen mit einem Messer, einem scharfen Gegenstand, einer Rasierklinge etc. Natürlich kann das und ist auch häufig durchaus Teil der Borderline-Persönlichkeitsstörung, muss aber nicht sein. Ja? Das heißt, es ist nicht nur darauf beschränkt, sondern es kann auch komplett anders aussehen. Es kann sein, dass man ungeschützten Geschlechtsverkehr hat, dass man eben Extremsportarten betreibt. Auch hier wieder, wir haben natürlich auch die Tendenz zu Menschen, die eben nicht in das Borderline-Persönlichkeitsspektrum fallen, aber es geht wieder um die Ausprägung. Womit kompensiere ich den Schmerz? Womit kompensiere ich, was ich gerade fühle? Ja? Wichtig ist hierbei wirklich die Impulsivität. Das heißt, wann passiert es? Es muss nicht unbedingt sichtbar sein. Nicht jeder Borderliner hat Narben an den Armen sichtbar. Nummer 5 der Kategorie ist
wiederkehrende Selbstmorddrohungen oder Versuche oder Selbstverstümmelung. Also Selbstverstümmelung wäre dann tatsächlich das Thema Ritzen. Ob es jetzt Selbstverstümmelung oder Selbstverletzungsverhalten ist. Wie gesagt, selbstschädigend sind beide, ja. Ich sag mal so, sich selber umzubringen beziehungsweise tatsächlich Selbstmorddrohungen zu machen, ist natürlich so der letzte Schritt der Selbstverletzung, ja. Es kann natürlich auch durchaus ein Hilferuf sein. Häufig, ich habe darüber einen Artikel geschrieben, nachdem Kate Spade sich umgebracht hat, über die Reaktion der Familie bei Kate Spade, bei Chester Bennington und wie häufig wir wirklich das als normal empfinden, diese Sehnsucht nach, nicht unbedingt die Sehnsucht nach dem Tod, aber dieser Schmerz, der mit Leben verbunden wird, dann auch von außen hin, ach, er oder sie wirkte immer so normal und ich meine, ich bin in meinen 30ern, ich habe durchaus den einen oder anderen in meinem privaten Umfeld von dieser Welt gehen sehen, leider. Und ich weiß nicht, es wird manchmal gesagt, jemand, der mit Selbstmord droht, der meinte sich ernst. Häufig kriegen wir es tatsächlich nicht mit, bevor sich jemand umbringt. Und bitte, bitte nehmt es einfach ernst, ja, wenn jemand darüber spricht, lebensmüde zu sein. Ja, wir haben alle mit Sicherheit mal Phasen, wo wir ein bisschen down sind, aber lebensmüde zu sein ist nicht, ich bin mal ein bisschen down. Sondern es ist wirklich dieses Gefühl, nicht zu wissen, warum. Ja, warum bin ich überhaupt noch da? Da zu gucken, bitte, bitte, bitte seid füreinander da. Das ist meine einzige Bitte an dieser Stelle, weil nehmt es ernst und seid füreinander da. Und wenn ihr damit nicht klarkommt, dann holt professionell Hilfe. Jemand, der euch unterstützt, der die Person unterstützt, der es gerade nicht gut geht. Wenn sich jemand traut, darüber zu sprechen, wirklich zu sich zu stehen, zu seinem Gefühl zu stehen, bitte, bitte nehmt es ernst. Dann der sechste Punkt der Kriterien ist starke Stimmungsschwankungen und extreme Reaktionen bei situationsbedingtem Stress. Auch hier, ja, ich habe es jetzt mehrfach schon gesagt, das ist, glaube ich, für mich einer der größten Probleme, weshalb Borderline-Persönlichkeitsstörung nicht unbedingt ernst genommen wird, gefühlt ernst genommen wird, weil ich glaube, viele haben, naja, klar, natürlich, jeder ist doch gestresst unter Stress. Und in den Coachings, die ich beispielsweise mit meinen Kunden mache, gehen wir natürlich da rein, dass, was ist eine überbeanspruchte Stärke? Wir schauen uns sehr, sehr extrem an, wie sich das Verhalten unter Druck und unter Stress verändert. Aber wir reden hier von einem normalen Setting, ja, wir reden hier von Stress, ja, und auch anderen Reaktionen, aber in einem normalen Spektrum. Wenn wir von Borderline-Persönlichkeitsstörungen sprechen, reden wir von wirklich extremen Reaktionen, extremen Stimmungsschwankungen. Ich habe das vorhin schon mal gesagt, mit diesem Rollercoaster, dieser Achterbahn von Himmel hoch jauchzen, zu Tode betrübt, aber in den Extremen, ja, also ich kann es wirklich nur immer wieder sagen, wie wichtig ich es finde, dass Leute zuhören, weil einfach dieses, ja, ach klar, du bist Rheinländer und natürlich, wir sind ja alle Himmel hoch jauchzen zu Tode betrübt. Wir verschönen damit etwas, was tatsächlich für eine Person schwierig sein kann. Es kann natürlich dadurch auch sein, dass der Borderliner in vielleicht eurem privaten Umfeld es auch schafft, sich sehr, sehr gut zu verstecken. Ja, es schafft, die Maske aufzuziehen. Vielleicht gerade noch komplett am Boden zerstört, geweint, Ängste, Depressionen zu haben und dann zack, Maske an, life of the party. Ja. Sehr häufig sind Menschen mit Persönlichkeitsstörungen sehr gut darin, ein Schauspiel aufzuführen. Für Familie, Freunde, Verwandte etc. Das heißt, da auch tatsächlich zu schauen, sorry, ich muss mich um meinen Hund nebenher ein bisschen kümmern, da auch tatsächlich zu schauen, ist es das wahre Selbst, was die Person gerade zeigt, oder ist es vielleicht auch nur das, was gerade angemessen ist. Ich meine, die häufigste Frage, die wir gestellt bekommen und die häufigste Frage, auf die wir lügen, ist, hey, wie geht's dir? Im Englischen ist es noch schlimmer mit, hey, how are you? I'm good, thanks, how are you? I'm fine. Wir sind immer gut. Mir geht's super, alles gut. Ja. Wie oft
lügen wir bei dieser Frage. So, der siebte Punkt aus diesem DSM-5 ist das chronische Gefühl der Leere oder der Langeweile. Und das chronische Gefühl ist, der Leere ist tatsächlich dieses, da ist nichts da. Ja, das heißt häufig auch, dass das Bedürfnis zu haben, sich selber spüren zu müssen, zu wissen, man ist noch da, man ist noch existent, diese Leere mit etwas zu füllen. Sei es eben durch dieses impulsive Verhalten, sei es durch Selbstverletzung, sei es durch was auch immer, ja, sei es durch Essen oder, sei es wirklich zu spüren, ich bin noch da, ich existiere, etwas gegen diese Leere zu tun. Vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, jemand, der nicht genau weiß oder nicht kein klares Identitätsgefühl hat, wenn da nicht eine komplette Klarheit ist oder zumindest eine annähernde Klarheit ist, wer man denn selber ist, ist es natürlich auch schwierig, einen gewissen Fixpunkt zu haben, zu dem man immer wieder zurückkommen kann. Egal was ist, ich weiß genau, das ist meine Basis, dann kann ich zurückkommen. Wenn ich diese Basis nicht habe, kann ich mich selber relativ schnell in mir selber verlieren, beziehungsweise in der gesamten Welt verlieren, mit all den Sachen, die passieren, mit all dieser Geschwindigkeit, mit all den Eindrücken, mit all den Gefühlen, mit all den Menschen, in all den Realitäten. Ja, also ein chronisches Gefühl der Leere oder Langeweile. Der achte Punkt ist häufige und unangemessene Wutausbrüche. Also auch hier wieder komplett das Fehlen von einer Impulskontrolle, also das Fehlen, diese Wut regulieren zu können. Diese Wut ist da, diese Wut kommt mit einer gewaltigen Wucht und sie ist einfach da. Und auch natürlich, es werden viele Menschen wütend, es werden sehr, sehr viele Menschen auch ausfallend. Also das möchte ich überhaupt nicht schönreden. Es werden auch viele Menschen ausfallen. Ich möchte das ja auf gar keinen Fall schönreden. Was tun wir dagegen? Ja, also ich meine, natürlich gibt es auch Antiaggressionstrainings, auch für Menschen, die nicht in das Borderline-Spektrum fallen, aber auch für jemanden, der Borderline hat, unangemessene Wutausbrüche. Dieses Gefühl von wütend zu sein, so unfassbar wütend zu sein, auch vielleicht zu wissen, dass es rational, was das Richtige zu tun ist. Insbesondere, wenn jemand sehr, sehr reflektiert ist, aber dann auch zu gucken, was tue ich? Oder was kann ich tun, dass ich diesem Impuls nicht nachgeben muss, dass ich andere Menschen vielleicht nicht anschreie, dass ich aber auch nicht mich selber verletze. Ja, Selbstverletzungsverhalten kann sehr, sehr häufig auch aus einem dieser Impulse herauskommen, dass die Person anfängt, diese Wut zu spüren und dann nicht weiß, wohin damit und dann sich selbst verletzt. Vielleicht schreit, ja, oder vielleicht andere Menschen anschreit, die eigenen Beziehungen gefährdet etc. Wenn eine andere Person vielleicht eine sehr gute Impulskontrolle hat, ist es natürlich umso schwieriger, gerade für, ich meine, Menschen gehen auch nicht mit dem Schild auf der Stirn oder um den Hals hängen mit, ich habe Borderline-Persönlichkeitsstörung oder ähnliches, raus, ja, sondern wir wissen meistens nicht, wer ist die Person, wir wissen nicht, was für ein Schicksal trägt die Person mit sich rum, etc. Borderliner haben sich das sicherlich nicht ausgesucht und sie sind auch mehr als dieses Krankheitsbild. Das Krankheitsbild ist Teil davon, aber es definiert eine Person nicht. So ein bisschen wie hässliche Knie, ja. Man hat sie, man kann die Knie vielleicht operativ entfernen, aber man hat einfach schöne Knie oder keine schönen Knie. Wie auch immer man schöne Knie definiert, ja. Aber das ist halt so. Man ist trotzdem aber mehr als seine Knie. Die Knie sind ein Teil davon, von unserer Person. Aber wir sind nicht unsere Knie, ja. Ungefähr so ist auch bei Borderline-Persönlichkeitsstörung. Das heißt, dort auch zu wissen, okay, warum rastet vielleicht eine Person auch aus? Was ist der Hintergrund davon? Wir sind auch häufig nicht tolerant im Umgang mit anderen, sondern wir werden dann vielleicht auch ausfallend. Und zack, haben wir einen schönen Streit vom Zaun gebrochen oder ähnliches. Dann der neunte Punkt bei diesem DSM-5, bei der Definition bzw. bei den Kriterien für Borderline-Persönlichkeitsstörungen ist, kann sein, vorübergehende stressbezogene Gefühle von Irrealität oder Paranoia. Also dann auch tatsächlich in ein Stück weit zu Panik zu verfallen, was passiert hier gerade, was ist los. Ja. Das heißt, es müssen natürlich nicht alle dieser Kriterien zutreffen, es sind neun Stück, aber um von Borderline-Persönlichkeitsstörung zu sprechen, müssen fünf dieser Kriterien mindestens zutreffen. In diesem Buch steht auch noch, diese Konstellation von neun Symptomen lässt sich in vier Hauptbereiche eingruppieren, auf die die Behandlung häufig gerichtet wird. Das erste ist Stimmungslabilität, das wären die Kriterien 1, 6, 7 und 8. Dann zweitens Impulsivität und gefährliches, unkontrolliertes Verhalten, Kriterien 4 und 5. Dann das dritte ist interpersonelle Psychopathologie, Kriterien 2 und 3.
Also Probleme mit, ja, Beziehungen mit anderen Menschen, ja. Und der vierte Punkt, Verzerrung des Denkens und der Wahrnehmung, Kriterium 9. So, das Video ist jetzt schon relativ lang geworden und mein Hund frisst hier gerade seinen Knochen. Ich würde an dieser Stelle das pausieren. Vermutlich werde ich auch ein zweites Video dazu filmen, wenn es etwas ruhiger hier ist. Und ja, wünsche mir einfach wirklich, dass wir es schaffen, ein bisschen mehr Awareness, Bewusstsein zu haben für Menschen mit mentalen Problemen, weil ich glaube, ich kenne wirklich kaum jemanden, der nicht mal mental Probleme hat. Und mentale Gesundheit ist wie unsere normale Gesundheit, ist etwas, worauf wir achten müssen. Und hey, es ist etwas, worauf wir achten müssen. Und ich hoffe, dass wir es irgendwann schaffen, darüber offen zu sprechen und vielleicht auch diese Sachen im Unternehmen adressieren können. Wie schwer das ist, darüber zu sprechen, also habe ich beim Film dieses Videos gemerkt, weil ganz ehrlich, natürlich denkt man sich schon, oh, soll ich überhaupt ein Video darüber machen? Oder denken da Menschen, ja, die ist jetzt so eine Gesundheitsuschi oder sonst irgendwas. Passt das überhaupt zu meinem Brand? Was denken meine Kunden? Könnte das potenzielle Kunden abschrecken? Und wisst ihr was? Es ist mir scheißegal, wenn es jetzt jemand nie abschreckt. Okay, das passt. Weil dann sind wir nicht die richtigen Partner, um zusammenzuarbeiten. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass ja, Menschen aufhören, dieses Stigma zu haben, sondern tatsächlich näher hinschauen bei ihren Freunden, Familien und bei ihren Kollegen, damit wir vielleicht den einen oder anderen unnötigen Selbstmord, nicht nur bei Prominenten, sondern vor allem auch bei denen, die uns sehr nah am Herzen sind, weil alle Prominenten sind auch Familie, Freunde und vielleicht Eltern, dass wir das vielleicht vermeiden können in der Zukunft und dass wir tatsächlich eine Gesellschaft erschaffen, die sich kümmert. Ja, wo wir Menschlichkeit in einem Zeitalter, wo so viel Digitalisierung dabei ist, so viel Computer etc., wo ich mir wünschen möchte, dass wir es schaffen, die Menschlichkeit in unsere Beziehungen zurückzubringen.